Ohne große Umschweife begrüße ich euch hier zurück bei Word of Play zum allerersten Let's Play Video im Jahr 2017. Hey, und was soll's also noch sein als Star Trek Online? Wer hätte das gedacht? Ja, ich glaube jeder von euch, oder? So, da hängen wir noch im Ladebildschirm, aber naja, das kriegen wir mal alles über die Gänge, ist das überhaupt Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind hier bei der letzten Elachi-Mission, wie auch immer sie jetzt hier hieß an der Stelle, weil ich habe es echt vergessen, ich gebe es zu. Ich habe auch vergessen nachzugucken. Wie dem auch sei, letzte Elachi-Mission, Lade-Subraum. Oh, ah, Zwickmühle hieß sie, genau. Und da haben wir unser formidables Elachi-Escort-Schiff. Hey, Kommandosensoren zeigen die Elachi-Station direkt voraus. Wenn wir keine Aufmerksamkeit erregen, merken Sie vielleicht nicht, dass das Schiff übernommen wurde. Wow! Erster Text! Und der ist schon so dumm. Ich meine, wir sind dabei, in eine militärische Einrichtung der Elachi vorzudringen. Das Schiff wird nicht gescannt, nein, ihr tarnt nicht eure Lebenszeichen. Nein, wir erregen einfach keine Aufmerksamkeit, dann wird das schon. What? Ah, schön. Wir müssen vorsichtig sein, Sir. Wir können hier nicht einfach die Station in die Luft jagen. Eine Explosion dieser Größe im Subraum könnte zu einer Katastrophe vom Ausmaß der Hubo Supernova führen. Oder noch schlimmer. Wenigstens könnte es das Riesen... das Reisen, nicht das Riesen, das Reisen, bevor wahrscheinlich... Wenigstens könnte es das Reisen mit Warpgeschwindigkeit im gesamten Sektor verhindern. Sind Sie sich sicher, dass wir hier nicht vom Omega-Partikel reden? Ma'am, was genau ist ein Omega-Partikel? Sie wollten mir weiter Bericht erstatten? Ja, das wollte ich eigentlich. Wir müssen hingelangen und eine Kaskadenreaktion anstoßen, die die Station nur so weit zerstört, dass es keine katastrophalen Konsequenzen für den echten Raum hat, ja. Hingelangen. Es klingt etwas falsch. Das sind aber wahrscheinlich Worte, die ich so nie nutze. Keine Ahnung. Lasst uns da reinfliegen und sind wir hier im fluiden Raum? Sir, sehen Sie sich nur die Größe der Flotte an, nicht die große Flotte. Ich sehe sie. Haben Sie uns entdeckt? What? Noch nicht. Sie scheinen uns für ein anderes Elachi-Schiff zu halten. Ihre Befehle machen Sie weiter bis zur Station. Alles klar. Es kommt mir immer zu vor, als wenn der Wörterfehl ist komisch. Naja, Alter. Ach, moin, Jungs. Ja. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz anhalten. Wir haben jetzt hier also so ein paar Kreuzerchen, ein paar Eskorten, ein bisschen was Kleines. Ja, das ist kein Problem. Und dann gucken wir hier hin. Ja, da stehen da einfach mal, wie viele Dreadnoughts? Sehe ich das gerade richtig? 14 Dreadnoughts? Jo, also selbst mit meiner Galaxy oder meiner Sovereign, die alle beide voll ausgebaut sind, hätte ich vor 14 Dreadnoughts schon ziemlich Schiss. Au! Warte mal. Stehen hier sogar 18? Warte mal, das sind ja 4, nicht nur 3. Ja, warum denn halt nicht 16 Dreadnoughts? Kein Problem, Mensch. Dachchen, Leute. Können wir diese Mission bitte schnell beenden? Ich habe so ein ganz kleines bisschen Schiss, dass wir hier vaporisiert werden bei 16 Dreadnoughts und einer Station. Das würde ja eigentlich schon reichen, um der Flotte zu zersägen.
If we rig the secondary power pylons to blow, we can get our cascade without doing too much damage to subspace. Verstanden. Die Zerstörung dieser Station ist es nicht wert, eine zweite Hubus-Nova zu riskieren. Tolle Ansprache. War das nicht eigentlich klar? Na egal. Let's do this. Lasst uns mal gucken, was wir da so haben. Noch wieder mit diesen Atemschutzgeräten, die sowas von nicht aussehen wie von Star Wars The Old Republic. Ja, das sind... was? Inkubatoren? Inkubator. Ja, also das sind eigentlich Maschinen, in die man Babys reinlegt. Nee, das war ein Brutkasten, in dem man Babys künstlich aufzieht. Oh, Jelachi sind eigentlich ein bisschen eklig, oder? Na ja, gucken wir doch mal. Rufen Sie das Schiff, Sie sollen sich für Überlebende bereithalten. Dudes, nur mal nochmal so zu mitschreiben. Da draußen warten, weiß was ich, wie viele Schlachtschiffe, weiß was ich, wie viele Eskorten und 16 Dreadnoughts. Denkt ihr wirklich, es ist so clever, hier irgendwas zu beamen? Ihr seid bei Star Trek, also ist das sehr, sehr clever, aber naja, also ich hätte Schiss, entdeckt zu werden. Beziehungsweise, warum haben die Elachi nicht schon unser Schiff zerfetzt? Deswegen. Naja. Wollen wir hoffen, dass das so weiter funktioniert, dass die... Was ist denn das? Okay, was macht ihr hier? Züchtet ihr da was? Sind das irgendwelche Orkman-Experimente? Warum habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht wissen will, was hier abgeht? Das ist... Was ist mit dem hier? Der hat einen Raumanzug an. Alter, dieses leere Stern. Man weiß nie, was sie denken. Man bewegt nur seine Augen. Bah, wo sind wir hier? Es gehen mir gerade ganz schlimme Sachen durch den Kopf und ich mag die Elachi jetzt noch viel, viel weniger. Ich wünschte mir gerade, ich würde einen Klingonen spielen, dann könnte man so ein bisschen, naja, extremer darauf reagieren. Ja. Wie haben sie nochmal die Leute genannt, die sie entführt haben? Wartet, lass mich ganz kurz überlegen. Ich weiß es gerade nicht mehr. So, wartet mal, da hinten ist jetzt noch eine Gruppe. Jetzt mal ehrlich, das war... Irgendwas mit Vieh, oder? Na gut, okay. Gefangene retten. Ma'am, Sie haben da so komische Geschwüre. Geht es Ihnen gut? Ich weiß. Moment mal. Ist das jetzt hier so eine Art Bio-Assimilation? Weil, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, die wollen hier also aus Romulanern Elachi machen. Ist das nicht dasselbe, was die Borg tun würden, nur halt auf einer Bio-Ebene und nicht auf einer technologischen Ebene? Oh. Das wird ja hier immer lustiger. Oh, nicht nur Romulaner, sondern auch Remaner. Sie kommen mir bekannt vor. Oh. Ja, da kann man nichts mehr machen. Der ist schon zu weit fort. Leute, ich hätte mit dem Let's Play warten sollen bis Halloween, glaube ich. Das ist gerade leicht gruselig.
Ja, den Typen hatten wir ja eben schon mal. Schicken Sie sie in die Hölle. Ja, nee, da sind wir ja schon, Jude. Wir sind ja schon in der Hölle, eindeutig. In einer sehr merkwürdigen Hölle, aber nichtsdestotrotz eine Hölle. Oh, da oben steht noch jemand. Wir holen Sie da raus, Sir. Nicht umkippen. Danke, schicken Sie sie in die Hölle. Das hatten wir eben schon gelesen. Okay, gut. Also, das ist wirklich barbarisch. Bah. Da geht mir doch glatt noch was anderes durch den Kopf. Wie viele von diesen Elachi sind jetzt eigentlich Romulaner? Naja, lasst sie brennen. Interessante Überlastung. Wir machen einfach mal ein Feuer an. So, fertig. Okay. Vorsichtig weiter gucken. Ich habe einen Tipp von Timmy, glaube ich, war es bekommen. Dass das momentan gebuggt ist mit dem Zielen, das wusste ich ja schon, aber man muss jetzt X gedrückt halten, damit man in diesem Modus bleibt. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Bug oder ein Feature ist, aber es ist nett, dass Timmy mich darauf aufmerksam gemacht hat. So, einmal Granate raus. Ja, dann rüsten wir hier mal so ein paar Elachi. Habt das ja verdient, ne? Ihr habt das ja verdient, sage ich bloß. Ja, genau. Du stimmst mir zu, indem du umkippst. Das ist echt toll. Jetzt mal ganz ehrlich, ich frage mich gerade, wenn man das als Föderationsoffizier machen würde, wie würde wohl die Föderation darauf reagieren? Weil die eine Föderation nach dem Krieg gegen das Dominion und gegen die Klingonen. Wie würde die Föderation hier drauf reagieren? Das ist wirklich mal eine sehr interessante Frage. So, die sind alle weg. Okay. Was ist denn nutzlos? Ach, da ist noch so ein komischer Walker. Alles klar. So, Kaskade. Piep, 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 piep. Arbeiten Sie sich zum nächsten Inkubationsraum vor. Oh, nochmal sowas Tolles da, ja? Mit diesen assimilierten Leuten. Das ist ja. Gott, hier ist schon wieder so ein Tentakelvieh. Oh, wartet mal. Wir sind ja noch gar nicht auf Mecha Spider-Man getroffen. Nur auf hier diese komischen Walker. Ey, cool. Keine Mecha Spider-Man in dieser Station bisher. Bisher, also ich wette, die werden noch kommen, aber so kann das ruhig weitergehen. Ich hasse Mecha Spider-Man. Oh ja, hallo. Das ist nicht nur disgusting, das ist barbarisch. Ist nicht nur abscheulich, sondern auch barbarisch. Jetzt mal ehrlich, bringen wir hier gerade Romulaner um? Bringen wir hier gerade Menschen um? Klingonen? Cardassianer? Wir wissen nicht, wie weit die Elachi vorgedrungen sind. Bringen wir hier gerade Jem'Hadar um? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Das ist ja. Uah. Na gut. Also, beim bitte nicht umkippen, wenn sie da in die Suppe fallen, dann. Ich sagte eben nicht umkippen. Ja, die ist auch schon tot. Hallo, Sie. Bitte nicht umkippen. Pa, so schwach und du kannst dich noch vor uns verneigen. Cryptic, das ist nicht gerade die günstigste Animation. Du weißt das, oder? Oder ihr wisst das. So, Ma'am, sie kippt bestimmt um, oder? Nee, die bleibt stehen, obwohl wir ihr eben gerade das Bein durchgesägt haben. Und hier haben wir eine leere Inkubationskammer. Das passiert manchmal so, ne? Ach, Kief wird bezahlen, ne? Das ist jetzt eigentlich auch mal eine Frage. Wie viele von denen sind Tal'Shiar-Rom oder, ne? Da stehen doch ein paar Tal'Shiar-Rom oder, ne? Nein, also manchmal ist das ist seit jeher, Buggy. Seitdem die Mission rausgekommen ist, mancher von diesen Inkubatoren, die man öffnet, da steht einfach keiner drin, ne? Weil Cryptic irgendwie keine Lust hatte, da jemanden reinzusetzen. Aber ja, wie gesagt, das ist seit jeher so. Ich kenne das gar nicht anders. Ihr kennt das wahrscheinlich auch gar nicht anders. Solltet ihr schon mal Romulaner gespielt haben. So, rösten wir noch im Beta.
Und dann gehen wir weiter in die nächste Kammer. System überladen ist unser nächstes Missionsziel. Oh, wartet mal. Das ist nicht unser nächstes Missionsziel. Das ist unser nächstes Missionsziel, aber es ist nicht im nächsten Raum. Es ist hier. Ich habe vergessen, die restlichen Inkubatoren abzufackeln. Pff, die Items liegen hier fast in einer Reihe. Geil. So. Na dann. Aber wäre es nicht die Möglichkeit, eins von diesen bioformierten Opfern auf die Krankenstation zu beamen, gucken, ob man das rückgängig machen kann? Ich meine, im Voyager ging das doch auch mit Janeway und Paris. Ach so, halt, das war die Schwelle und die Folge war ja dumm. Also, ja, vergiss diesen Einwand wieder. Never mind. So, nächster Elachi. Und schon wieder in Inkubationsraum. Alter, was haben die hier gemacht? Ihr scheiß Bio-Borg. Weil ich mir schon öfter aufgefallen, dass die Elachi hier wie so Borg-Implantate haben. Also, das ist wirklich, das sind Bio-Borg. Wer von euch hat alles Dragon Ball gesehen und hat sich jetzt gerade an den Dragon Ball Film Bio Broly oder wie der hieß erinnert? Ja, ich konnte mich da jetzt irgendwie auch dran erinnern. Keine Ahnung. Genug Dragon Ball Referenzen. Zumal Bio Broly eh so ein furchtbarer Film war. Ach, scheiße. Falsches Item benutzt. Fuck. Egal. Wiederbeleben möchte ich mich eh nicht. Hier ist was los, Leute. So, sind das jetzt hier alle? Ja, sieht so aus. So, den da oben noch. Den da an der Seite. Oh, oh, schon wieder Tentakelmonster. Gibt mir gerade so durch den Kopf, heißt das, dass sich Elachi asexuell reproduzieren? Interessant. Oder gar nicht reproduzieren, wo er. Was soll's. Konzentrieren wir uns jetzt lieber auf die Mission. Das wollten sie meiner Schwester antun, uns allen. Ja. Das ist so eklig. Guckt euch mal diese Kamera an. Was ist das? Was ist das da für ein organisches Material da noch an der Wand? Das ist ja auch toll. Den hat es auch dahin gerafft. Hier steht wieder keiner drin, aber das soll man nicht aufmachen. Ah, da hinten. Ich habe schon gedacht, das ist ein Remana. Oh nein, das ist Captain Nero vom ersten JJ-Film. Oh, kein Problem. Beam dich auf die Narada. Fliegt nach Hause. Da backt schon wieder so ein Tentakelvieh. Hier, friss Explosion. Guten Appetit. Hier ist nichts, da ist nichts. Hat es da hinten gerade geblinkt? Nee. Also hier ist nicht jede Kammer befüllt. Also immerhin. Wenn das nicht so abartig wäre, würde mich das hier glatt weg. Wieso steht der da so ganz relaxed drin? Mit dem Wegsreden? Was? Okay. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben, ich. Tessara? Wenn das keine Überraschung ist, ich dachte, sie wären auf Verinat gestorben. Was ist mit ihm passiert, Devex? Haben die denn sein Gesicht geändert? Sah der nicht anders? Na egal. Ich wurde zusammen mit den anderen auf Verinat gefangen genommen. Die Elachi haben uns wie Tiere in Käfigen festgehalten. Ich glaube, sie haben uns sogar eine Zeit lang in Stasis gehalten. So hätte ich nicht gerade sagen. Das erinnert mich ja irgendwie gerade an den Need Force. Wenn wir das Hazard-Team auf dem Eterianer-Schiff wiederfinden, in diesen Stasis-Kapseln, aber das hier ist ekelhafter. Ich bin vielleicht vor einer Woche oder so aufgewacht. Es ist schwer zu sagen. Dann haben die Elachi angefangen, uns zu verarbeiten. Einen nach dem anderen. Sie haben mich in einen dieser verdammten Kapseln gesperrt und ich dachte schon, das war's. Ich verdanke ihnen ihr Leben. Ich verdanke ihnen mein Leben, Tessara. Ich bin auch froh, sie zu sehen, Devex. Okay. Haben wir also Devex wiedergefunden. Hey, sie da. Ich versuche sie da rauszuholen. Bitte nicht umkippen. Bin ich sicher? Ja, noch nicht. Ey, der hat einen Walking-Platter. Bin ich sicher? Nee, absolut nicht. Da spawnt ein Tentakelvieh einfach hinter uns. Noch eins.
So, Tentakelmonster, jetzt verkriech dich bitte wieder. Und dann holen wir jetzt hier die Frau hier noch raus, die anscheinend auch für die Republik arbeitet, so wie die aus... Oh, die hat es auch überlebt. Paar so schwach, okay. Dann verzieh dich mal und dann... LOL! Das sind doch diese Tische, die wir auch in Installation 18 gesehen haben. Huh. Also, da hatte wohl die Schwester von Tovan echt Glück, sonst wäre sie auch verarbeitet worden. Was für ein tolles... Oh, Katzin. Oh, ist das der Boss? Morgen, Boss. Ja, hol dir ruhig noch mehr Männer. Umso mehr Fraß, umso besser. Nee, das klingt falsch. Egal, lass die Hunde des Krieges entfesseln. Hunde des Krieges, nicht Tentakelmonster. Ich glaube, die Elachi stehen auf Tentakelporno, oder? Ich habe keine Ahnung. Pff, Alter, Moment mal. Moment mal. Die Station hat ja wirklich keine Mecha-Spider-Man. Das ist ja geil. Ich mag die Station. Nein, eigentlich nicht. Also ich würde Mecha-Spider-Man diesen gruseligen Inkubatoren echt, naja, ich sag mal vorziehen. Das wäre ich gerade angeschrieben. Es tut mir leid, wer auch immer mich da anschreibt. Ja, ich habe hier gerade ein Lachi-Problem. Wip, wip. Wip, wip. Was? Diese Inkubatoren haben ja mal gar nichts drauf. Kippen die einfach alle instant um. Aber gut. Die sollen ja auch nichts drauf haben. Das, was drauf haben soll, steht da in diesem scheiß Kraftfeld. Und es nennt sich Stationscommander. Au. Einfacher Elachi. Oh. Sind das hier Van, die man kaputt machen muss? Steht ja nicht, okay. Also jetzt bin ich hier doch mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Man weiß ja nie, was da noch spawnt. Außerdem können sie einen stunnen. Toll. So, sehr geehrter Elachi, jetzt kommen sie da aus ihrem Kraftfeld heraus. Oh, doch noch nicht. Also es sind doch Wellen, ein Wellen, die wir besiegen müssen, alles klar. Das ist jetzt, glaube ich, wenn man die davor mitzählt, die dritte, richtig? Ich meine, die schon in der Cutscene auf uns gewartet haben. Toll! Ach, ein scheiß Elachi-Beta mit seiner blöden Station hier, oder mit seinem blöden Geschütz. Nicht gerade das angenehmste im Universum. Einmal bitte rösten. Oh, shit! Da geht gerade mein Außenteam drauf. Ich verziehe mich mal hier ein bisschen so in die Ecke. Erledige noch das Tentakelvieh dort. Und wünsche mir gerade, dass das hier ganz schnell vorbeigeht. Und meine Explosion für den Scanner hier. Das hat den nicht interessiert. Ich will ganz schnell das grüne Item haben. Bitte lass das. Ach, was soll ich denn mit einem scheiß Gewehr? Ich brauche einen Panzer. Oh, hallo, Stationskommander. Ich hatte recht. Ja, moi. Wie geht's so? Hat Ihnen die Nacht gefallen? Ihre Leute, ihre neuen, naja, Leute einzuweisen in die Lebensweise eines Elachis. Echt? Okay, dafür werde ich sie jetzt rösten. Schön mit Antiproton. Okay. Dann schnell hier hinlaufen. Einverstanden. Raus hier, Warp 10. Ich möchte hier nicht unbedingt auf dieser Station verfeilen. Das ist verfeilen, keine Ahnung, aber das war gruselig. Ich hätte erwartet, dass einige der Elachi-Schiffe in der Kaskade zerstört worden wären, aber keine Schiffe, keine Trümmer. Die gesamte Elachi-Flotte ist einfach verschwunden. Haben Sie die Kaskade bemerkt? Unklar, es ist schwer, eine klare Zeitlinie hier im Subraum zu ermitteln. Die Verfallsrate der Warpsprung weist aber darauf hin, dass sie schon eine ganze Weile fort sind. Hä? Hä? Ihr habt das jetzt. Ihr standet hier die ganze Zeit. Ihr sprecht davon, dass die Kaskade, dass schon eine Kaskadenreaktion irgendwie begonnen, weiß was ich was hat. Ihr kriegt nicht mit, dass die Elachi wegfliegen, weil irgendwelche Zeitlinien gedöns.
Boah, ich will wieder mit Föderationswissenschaftlern zusammenarbeiten. Ey, die Romulaner sind ja echt fürchterlich in Wissenschaft. Ah. Die Sensoren zeigen, dass die Kaskan-Reaktion die Station bereits beschädigt. Ich schlage vor, dass wir uns zurückziehen. Okay, fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Die Station wird beschädigt und ihr wundert euch, dass die Elachi verschwunden sind. Natürlich sind sie vor der Explosion geflohen, ihr Vollidioten. Ich brauche meine Föderations-Redshirts wieder ganz schnell. Ich glaube echt, dass Romulaner zu viel Ehe trinken. Also wirklich, das ist ja... Ja, da ist die Spalte. Dann verlassen wir mal diesen merkwürdigen Ort und... Ja, lassen diesen wirklich sehr, sehr gruseligen Ort hinter uns. Raus hier, Warp 10. Subraum verlassen. Hallo, ich will den Subraum verlassen. Okay, verschwinden wir von hier. Puff. Da hat es Puff gemacht. Und sie steht doch da. Und wir sind wieder im Beta-Quadrant. Sehr schön. Warum spawnen wir bei der Erde? Geh zu New Romulus. Ja, das... Werden wir mal ein wenig abkürzen. Interessant. New Romulus System. Wir sollen jetzt also gleich nach New Romulus. Kriegen wir jetzt hier so Sternchen und Auszeichnungen? Und hast du nicht gesehen? Kriegen wir jetzt so einen Empfang wie in Star Wars Episode 4? Ich schätze nicht. Irgendwie wage ich das gerade zu bezweifeln. Ha, fortfahren mit Verteidigung von New Romulus. Leute, habt ihr das jetzt echt gebackt? Die scheinen das gebackt zu haben. Eigentlich sollte man jetzt einen Notruf empfangen von diesem Admiral, der uns jetzt schon die ganze Zeit begleitet. Und der sagt einem dann, ja, die Elachi-Flotte, die aus dem Subraum, ne, die ist jetzt hier zu Hause und macht uns gerade platt. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ist diese Nachricht gar nicht aufgetaucht. Woran könnte das bloß liegen? So, das habe ich ja eben schon mal erwähnt, es ist ein Bug. Wie überraschend in diesem Spiel bei so einem kompetenten Team wie das von Cryptic. Leute, ich bitte euch, es ist eine Nachricht. Warum ist die buggy? Boah, dieses Spiel. Das ist so verbuggt. Ich glaube, das ist Starbug Online oder so. Keine Ahnung. Commander, Langstreckensensoren erfassen eine riesige Flotte der Elachi, die hierhin unterwegs ist. Neu Romulus hat nicht die Art von fortschrittlichen orbitalen Verteidigungsvorrichtungen, um einen solchen Angriff abzuwehren. Admiral Kererek, weiß nicht, war Herr Kari? Na, was auch immer. Hat alle verfügbaren Schiffe zusammengerufen, um die Verteidigung des Planeten vorzubereiten. Um Neu Romulus zu beschützen, hat die Flotte ihre einsatzfähigen Kriegsschiffe in einem äußeren Ring in Stellung gebracht. Wir werden einige Basisverteidigungsvorrichtungen, oder mal Vorrichtungen, entlang der Annäherungsroute des Feindes aktivieren und anschließend im Laufe des Gefechts zum Planeten zurückfallen. Okay, wow, kompliziert, aber ich habe mich durchgefunden. Okay, Leute, so, hier ist euer Flaggschiff. Guten Tag. Wie Sie schon sicherlich mitbekommen haben, geht es jetzt in den Kampf gegen eine riesige Elachi-Flotte. Bitte wechseln Sie jetzt Ihre Unterhose, eine Nummer größer, bitte, denn Sie werden jetzt Ihre Unterhosen sicherlich sehr voll scheißen. Das war nicht mal vernünftiges Deutsch, ich entschuldige mich bitte für diese äußerst merkwürdige Nachricht. Also bitte ziehen Sie sich jetzt um, bevor Sie sterben, damit wir, naja, egal, lasst uns weitermachen. Das war jetzt ein Witz, der ist total nach hinten losgegangen, weil ich mein Deutsch mal wieder verwirrt habe. Egal. Dann lasst uns das hier mal beenden. Mit einem großen Knall von Plasma-Torpedos. Aber Moment mal. Moment mal. Kommen jetzt etwa auch 16 Dreadnoughts? Angst?
Lassen Sie sich nicht hinter den feindlichen Linien erwischen. Weitere Schiffe befinden sich im Anflug. Ich wünschte mir gerade, ich hätte ein Schiff mit einem Gravibrunnen. Gravibrunnen, ich vermisse dich. Und an die Zeit. Ehrlich, das könnte ich jetzt echt beides sehr gut gebrauchen. Ich ärgere mich immer noch, dass ich eben so einen Scheißsatz gebildet habe. Ach, mein Deutsch ist so kacke, ey. Na egal. Konzentrieren wir uns lieber hier auf diesen kleinen Kampf. Alter, wo kommen die ganzen Schiffe her? Ach so, richtig aus dem Subraum. Das haben wir ja gerade erfahren, aber könntet ihr jetzt bitte mal aufhören, eure Verstärkung zu schicken? Dann kriegt ihr eigentlich Verstärkung. Was? Ich höre gerade aus der Regie, wir kriegen keine Verstärkung? Witz? Das ist alles, was die Romulaner zu bieten haben? Ja, das wird lustig. Das wird noch sehr lustig. Obwohl ich sagen muss, wir kommen gerade relativ gut mit denen zurecht. Also, ne? Klopfen wir mal auf Holz. Bisher sind wir nicht gestorben. Hey, das wird doch was heißen, oder? Torpedos raus. Sehr schön. Puff, 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 puff. Von wegen zurückfallen lassen. Meine Flotte kommt ehrenher. Ran. Ah, da aktivieren wir mal das hier einfach mal, weil es da ist. Was kann das eigentlich? Das ist irgendeine Konsole, ne? Ach, das ist die von dem Tevero. Alles klar. Ja, wenn ich jetzt hier meinen Möchtegang Gravi etwas öfter einsetzen könnte, das wäre echt nicht von schlechten Eltern, aber... Oh, jetzt mal ganz ehrlich, wir kommen richtig gut zurecht. Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt immer nur so um die 80% Hülle, aber wieso zurückfallen? Wieso denn zurückfallen? Das lief doch gerade ganz gut. Hey. Na gut, dann lassen wir uns halt zurückfallen, wenn das Spiel das so möchte. Sehe ich zwar nicht so ganz ein, aber... Ach, scheiße, es ist... Wir haben gerade mal 5 D-Lands. Einen Telis. Und 2 Hapex. H-Apex. Wow, was für eine Flotte. Hey, das ist ja unglaublich, womit wir uns hier abfinden müssen. Es war Zeit, dass wir mit den Remanern in der Allianz eingehen. Obwohl, dann kriegen wir gerade mal 5 Schiffe mehr oder so. Verteilen Sie die zweite Linie. Oh, jetzt kommen sie mit Schlachtschiffen. Guckt euch das an. Gut, da gehen wir jetzt etwas getarnter vor, würde ich sagen. Und entern. So, jetzt konzentrieren wir aber trotzdem erstmal unser Feuer wieder auf die Escort-Schiffe. Ich denke mal, das wäre jetzt das Effektivste, dass wir uns dann bloß... Es wird dann nachher uns bloß noch in Anführungsstrichen um die Schlagkreuzer kümmern müssen. Obwohl, da kommt auch gleich wieder Verstärkung. Yay! Trotzdem kümmern wir uns jetzt erstmal um die kleineren Schiffe. Oh, das würde ich jetzt von den vielen Gravibrunnen geben. Die ganzen Schiffe da oben zu bündeln, ey, das wäre jetzt echt toll. Bleibt am Ziel dran, konzentriert eure Feuerkraft. Mache ich doch schon. Oh, shoot. Alter, ich vergesse jedes Mal, dass die Elachi-Waffen Schildpenetration haben. Ich gucke nur auf meine Schilder. Oh ja, alles eigentlich noch ganz locker. Und meine Hülle schon auf 50% runter. Boah, also alles nicht mehr so ganz locker, ne? Manchmal finde ich es echt schade, dass die Elachi-Waffen nicht mehr so sehr genutzt werden. Das kennen so... in Anführungsstrichen schlecht sind oder schlecht geworden sind, also wirklich in ganz großen Anführungsstrichen, weil so eine Elachi Eskorte mit diesen Cannons, das wäre schon awesome. Vor allen Dingen sind das, wenn ich mich alles täusche, doch Disruptor-Waffen, oder? Und Disruptoren sind ja eigentlich zurzeit sehr, sehr beliebt. Bring mich nicht auf Ideenspiel. Ich mache mir jetzt nicht noch einen Elachi-Charakter. Ich bin jetzt froh, dass mein Cardi... Naja, mein Cardi ist noch lange nicht fertig. Aber ja, ich mache mir jetzt nicht einen neuen Elachi-Charakter. Nope, 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 nope.
Plus, ich möchte sowieso erstmal noch das neue Marine-Schiff ausprobieren. Also von daher. Ah ja, gut. Viel Spaß mit meiner kleinen Singularität. Ich hoffe, sie schmeckt euch ziemlich bitter. So, einmal Torpedos raus. Piu, piu. Tolle Special Effects, die ich hier mache. Also sagt Special Sound Effects. Piu, 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 piu. Das ist die Soundkulisse eines Star Wars, ja. Naja, lange nicht so schrill, ne? So, Elachi-Schlachtschiff, bitte. Geh drauf. Okay, zurückfallen in niedrigen Orbit. Oh, sind wir schon im niedrigen Orbit, ja. Satz doch ein Wunsch, Leute. Wir müssen nach vorne kämpfen und nicht uns in niedrigen Orbit befinden. Obwohl das nicht mal niedrig ist. Wir sind immer noch arschweit weg von Neuromodus, aber gut. Gut, Cryptic, nehmen wir mal an, das ist niedriger Orbit. Wir gehen da jetzt hin und hoffen drauf, dass diese 16 Dreadnoughts nicht, ne? Wir starten unsere Jäger zur Unterstützung, ja. Schwere feindliche Schiffe im Anflug. Konzentriert das Feuer auf das Kommandoschiff. Dreadnoughts! Aber zum Glück bloß zwei? Okay. Zwei Dreadnoughts nehme ich gerne. Und da kommen jetzt wirklich gerade kleinere Angriffsschiffe. Eieieiei. Alter, der Dreadnought ist böse. Der Dreadnought ist richtig böse. Der hat den schlechten Tag. Das ist bestimmt. Oh! Verstärkung durch verbündete Streitkräfte ist eingetroffen. Oh, das ist Nekvar. Da war Nekvar mit dem Feind. Möchte gern Constitution Klasse. Föderation und Klingonen sind hier. Yay! Danke, Regie, dass ihr mich angelogen habt. Wir haben doch Verstärkung bekommen. Zwar keine Romulanischen, aber dafür. Oh, da hinten ist die Akagi, eine Amitage-Klasse. Geil. Na, jetzt geht's euch an Kragen, meine lieben Elachi. Jetzt seid ihr aber dran. Kriegen wir auch noch Sovereign und Galaxy und Luna-Klasse? Ach nee, die kriegen wir nicht, weil ich die spielen müsste. Okay, alles klar. Also geben wir uns mit den Red Shots ab. Wo ist eigentlich die kleine Defiant? Ich sehe sie nicht. Egal, egal. Würde mich jetzt zwar interessieren, ob das die Defiant ist. Akagi, Kirk. Ja, pff. Gehen daneben bei so ein paar Dreadnoughts drauf. Ah, da, die Belfast. Ach, das ist Captain Shons Schiff. Cool. Also der Defiant-Ersatz. Nicht schlecht. Schöne Flotte. Soll ich mal aufzuschauspielen? Ich mag das extrem, die Mission aus Föderationssicht zu spielen. Das macht richtig Fun. Oh, ist das eine geile Flotte. Also sowas hätte ich gerne öfters im Spiel. Einfach so eine gemischte Flotte. Ich kann bloß hoffen, dass wir irgendwann mal nochmal in den Dominion-Krieg zurückgehen. Ich meine, mit euch Zeitreise und so. Das wäre so geil. Wenn so eine gemischte Flotte aus Klingonen und Romulaner und Föderation gegen Pajama da. Ach, das wäre auch awesome. Halt, den möchte ich noch nicht rufen. Wir hatten eben eine Nachricht. Ah ja. Die Mehrheit der feindlichen Flotte. Doch, ist richtig. Entschuldigung, bitte. Wurde zurückgeschlagen. Die verbleibenden Elachi-Schiffe, die aus dort draußen zurückgeblieben sind, fliehen von Neuromodus. Da ist der schlechte Deutsch, genau. Der schlechte Deutsch, das ich erwartet habe. Das romulanische Volk wird überleben und einen weiteren Tag heraus. Nochmal von vorne. Das romulanische Volk wird überleben und einen weiteren Tag heraufziehen sehen. Gott, was für ein Wort. Heraufziehen. Eieiei. Der Preis war hoch, doch welcher Preis wäre zu hoch für die Verteidigung der eigenen Heimat, in Klammer der eigenen neuen Heimat? Wir können den Orbit auf ihrem Befehl hin verlassen. So, nein, es gibt doch Party. Lasst das romulanische Ehl nur so fließen. Party hard. Okay. Kererek ruft uns. Was kriegen wir jetzt eigentlich? Wir kriegen einen romulanischen Brückenoffizier. Wir kriegen Schilder. Und 9 Singularity Core. Okay, wow, was für eine Belohnung. Ich hätte jetzt irgendwas Besonderes erwartet. Sowas wie, keine Ahnung, republikanischer Plasma-Torpedo-Werfer oder sowas. Nö, wir kriegen so einen blöden, ja, pff, so ein Warp-Core halt, so ein Singularity Core. Naja, was auch immer.
Hervorragende Arbeit, Commander. Sie haben sichergestellt, dass die Romulanische Republik noch etwas länger bestehen wird. Wir haben einen entscheidenden Schlag gegen die Illachi gelandet. Akif hat seinen mächtigsten Verbündeten verloren. Wir haben zwar einige Verluste zu beklagen, jedoch sind wir nun stärker als je zuvor. Ja, bis auf, ja, Sie sehen ja, was wir noch an Schiffe haben. Ja, das wird nicht lange reichen, aber naja, ich wollte irgendwas zur Motivation sagen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, war das ziemlich dumm. Was, wir haben weniger als ein Dutzend Schiffe? Ach du Scheiße, wir sind so am Arsch. Also tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie die Remaner sehen, bitten Sie sie bitte, uns nicht anzuschließen. Wir brauchen Schiffe, Leute. Ach du Scheiße. Wir sind so tot. Ach du meine Güte. Ja, ich schließe mal den Kanal, ne, Admiral. So, oh, wir kriegen The Vex. Alles klar. Hat er sich schon erholt. Willkommen an Bord. Grüße, Commander. Zur Freiheit. Commander, ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Die Situation ist ein bisschen. Ja, heikel. Ich habe das jetzt als Ausrufezeichen gelesen. WTF. Die Sternflotte hat gewisse Informationen mit uns geteilt bezüglich der Aktivitäten des Imperiums. Ein Außenposten entlang der alten Grenze, Sternenbasis 39 Sierra, behält sowohl Bewegungen des Taichia wie auch der romulanischen Streitkräfte im Auge. Zumindest so gut, wie sie das können. Wenn wir die Tatsache bedenken, dass Tarnvorrichtungen in der Flotte vorhanden sind. Admiral Tanea, ich hoffe, ich spreche Tanai ist richtig ausgesprochen, wird, oder Tanei, ach, wie auch immer, der Admiral wird Ihnen auf Sternenbasis 39 Sierra weitere Informationen liefern. Melden Sie sich bei ihr, Tessara. Ich weiß, dass es nicht sonderlich angenehm war, beim Kitomer-Treffen mit Admiral Dingsda-Boomster zusammenzuarbeiten. Ich habe einige Kollegen dazu befragt und herausgefunden, dass sie wegen früherer Erfahrungen einen Hass gegenüber Romulanern hegt. Wobei wir da schon wieder feststellen, er ist ja eigentlich eine Vulkanierin, ne? Aufgrund der Ereignisse, in denen sie und andere Offiziere, die mit der Sternflotte verbündet waren, ich dachte, wir haben noch diese Allianz, naja, mag es sein, dass sich ihre Einstellung etwas verändert hat. Jedoch sollten sie keinen warmen Empfang erwarten. Und obgleich es verlockend sein könnte, sie zu ködern, denken sie stets daran, dass die Republik und wir alle auf sie zählen. Gehörst du nicht zur Republik? Okay. Betrachtet es als Herausforderung, noch rationaler und diplomatischer als ein Vulkanier zu sein. Okay, gut. Es ist also bloß so eine, fliegt dahin, sagt der Station Hallo und dann geh wieder Aufgabe. Alles klar. Gut, Leute, das war also der Kampf gegen die Illachi. Wir haben es geschafft, wir haben sie zurückgeschlagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Schausen.